Langsam, Spieß, wird alles immer blöder. Hä, wem sagst du das? Sowas von blöder. Und wir müssen eine Möglichkeit finden, die Macht dieses Bot irgendwie zu kontrollieren. Dann sind wir unbesiegbar. Tja. Dann können wir zusammen mit dem dunklen Meister endlich gewinnen. Schön, dass wir das stoppen können. Genau. Leute! Leute, ich habe ihn gefunden! Hervorragend, Spider-Man. Erzähl uns, was du herausgefunden hast. Er sieht irgendwie aus wie eine Kuh. Aber lass dich von seinem irgendwie lustigen Aussehen nicht täuschen. Er ist ein echtes Monster. Zuerst hat er so getan, als wäre er unschuldig, aber mein Spinnensinn hat es mir verraten, dass er das Multiversum geöffnet hat. Dann bin ich sauer geworden, weil ich über die Sache nachgedacht habe, dass Linkswert von unserer Welt verschwindet, nur damit wir ihn besiegen können. Nein, nein, so kannst du das nicht sehen. Sie verschwindet von unserer Welt, nachdem er besiegt wurde. So meinte ich das ja, tut mir leid, ich habe gerade nicht gedacht. Ich habe nur gerade an den Typen gedacht. Auf jeden Fall. Nun ja. Also, der Typ heißt The Spot. Er kommt von irgendeiner komischen Welt namens Vorsinema. Und wie seine Stadt heißt, habe ich auch vergessen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, er heißt The Spot. Ist ziemlich groß, hat irgendwie einen fetten Bauch, extrem lange Hände und sieht irgendwie aus wie eine Kuh. Und statt Augen und einem Mund hat er ein komisches großes Portal. Aber seine Nase ist tatsächlich sichtbar. Also Nase hat er eine, aber er hat weder Ohren noch Augen noch einen Mund. Aber er kann trotzdem reden, hören, riechen, sehen. Ich meine, ob er riechen kann, weiß ich nicht. Aber er kann auf jeden Fall hören, reden und sehen. Also schätze ich mal, riechen auch. Wenn er eine Nase hat, wird er wohl riechen können, denke ich mal, ne? Na gut, Spider-Man. Diese Informationen sind sehr wichtig. Ich hab's im Fach meines Umhangs versteckt. Verstaut, ja, so ist richtig. Diese Informationen, die du gerade gesagt hast. Ich habe sie in einen Zauber umgewandelt. Und immer wenn wir sie zum Beispiel vergessen sollten oder so, dann kann ich in meinem Umhang nachgucken. Denn dort sind sie jetzt gespeichert. Hervorragend. Wo sind denn die anderen? Der Kopflose und Iron Biter sind vorher nochmal zurückgekommen und dann hat der Kopflose gesagt, er wird doch lieber Squeeze und die anderen Schurken des Dunklen Meister, vielleicht auch den Dunklen Meister selbst aufsuchen. Und Iron Biter, der ist einfach losgegangen, um nach dem Typen zu suchen. Ich habe ihn nicht gefunden. Oh, Iron Biter, du hast gerade was verpasst. Hier. Oh, was hast du gerade gemacht, Dr. Strange? Ich habe die Information an Iron Biter weitergegeben. Ich habe sie einfach mit meiner Hand berührt, den Zauber, den ich aus dieser Information herausgearbeitet habe. Und dann habe ich es an Iron Biter abgegeben. Was? Keine Sorge, nur eine Kopie des Zaubers. Der wahre Zauber ist immer noch drin. Oh. Okay. Also diese Beschreibung kann ich nicht mehr vergessen. Nein, kannst du nicht, denn die Information verbleibt in deinem Gehirn. Ja. Wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, wenn ich die Information nicht mehr vergesse. Das würde ich auch sagen. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, Leute. Ich muss Linkswert aufsuchen. Spider-Man, wir haben im Moment andere Probleme, wichtigere Probleme.
Dr. Strange. Es könnte jederzeit ein Portal auftauchen und Slingsworth könnte in einer anderen Dimension landen. Dann habe ich nicht mal die Chance, mich von ihr zu verabschieden. Bitte, Dr. Strange. Ich will wenigstens die Chance haben, mich von ihr zu verabschieden. Ja, okay. Aber mach schnell, Spider-Man. Wir werden auf dich warten. Danke. Ich versuche, so schnell wie möglich zu sein. Das hoffe ich. Was wollt ihr denn hier? Hola, wir haben es doch gewusst, dass du dich hier herumtreibst. Genau, haben wir. Warum hast du dich hingesetzt, Spider-Punk? Achso, ja, Slingsworth, passt doch auf. Slingsworth? Heute nicht einmal in der Stimmung, dich über Spider-Trottel aufzuregen. Der einzige Trottel hier bist du. Ich? Ahaha. Ja, du hast recht. Ich war ein Trottel. Deine Mutter überhaupt erst kennengelernt zu haben, war ja nicht meine Schuld. Aber um ihre Hand angehalten zu haben, war meine Schuld. Jetzt sieh mal, was daraus geworden ist. So etwas Dummes. Ich verstehe das nur immer noch nicht ganz. Du hast Telepathie und andere Fähigkeiten. Warum hat Slingsworth das nicht? Du Eierschädel, sie hat es doch. Tief in ihrem Inneren. Sie hat es nur noch nicht freigesetzt. Das ist doch völlig verrückt. Das ist doch die Wahrheit. Die Wahrheit? Das hat sie nicht mal mir erzählt, falls du darauf bestehen solltest, mich jetzt anzuschreien, Spider-Punk. Nein, nein, schon okay, aber Moment mal. Diese Kräfte sind selbstverständlich vererblich. Oder was dachtest du denn, hä? Was ich dachte? Dass sie nicht deine Kräfte hätte, ganz einfach. Beachtet mich nicht, Leute. Naja, du vielleicht schon, Hordak. Sofern du willst. So, was willst du hier? Spinne. Ich weiß, es mag dir ein bisschen komisch vorkommen. Aber ich bin hier, um mit euch über etwas zu sprechen. Oh, hey Spider-Man, wir haben darauf gewartet, dass du kommst. Ehrlich? Nein. Slingsworth, das war sehr traurig, dass du Nein sagen musst. Vor allem... Denn eigentlich bin ich ja wegen dir hier. Oh, jetzt hältst du um ihre Hand an. Genauso wie ich vor so vielen Jahren dumm genug war, um die Hand ihrer Mutter anzuhalten. Glaub mir, Spinne, das hat mich nirgendwo hingebracht. Nur einen Haufen Schwierigkeiten und Katastrophen. Sonst hat es mich nirgendwo hingebracht. Es wird auch dich nirgendwo anders hinbringen. Also hör gefälligst auf mit diesem Quatsch. Das ist nur ein guter Rat, bevor es zu spät ist. Weißt du, genauso wie du, war auch ich in sie verliebt. Aber... Spinne, Liebe ist nicht so, wie du denkst. Liebe ist keine Sache, die ewig anhält, wie alle sagen. Eine Frau kann nicht lieben, das musst du dir merken. Eine Frau empfindet vielleicht Sympathie für jemanden oder mag jemanden wegen seines Aussehens oder seines Geldes vor allem. Das Geld war bei mir ein Hauptgrund, warum sie mich mochte.
Nie wegen meines Äußeren. Oder dachtest du vielleicht, mit einem Kauz wie mir wollte irgendeine zusammen sein? Nein. Ich hab doch niemandem erzählt, wie viel Geld ich damals hatte, bevor ich meine telekinetischen Kräfte entdeckt habe. Und dann habe ich es ihr erzählt. Und was machte sie? Sie hat mich betrogen und hat anschließend behauptet, ich hätte sie zuerst betrogen. Dann hat sie mir mein ganzes Geld enteignen lassen und ich saß. Wo saß ich denn? Ich saß alleine und musste auf dieses dumme Kind aufpassen, zu allem Überfluss noch. Das ist es, was sie mit mir getan hat, Spinne. Und jetzt bist du so blöd und willst wieder eine Wam haben. Ich will keine Wade haben. Ich will, dass du mir zuhörst, Hordak. Oder glaubst du vielleicht, ich rede mit die Fisch oder was? Du redest auf jeden Fall für die Fisch. Ob du mit die Fisch redest, weiß ich nicht. Aber für die Fisch redest du ohne Frage. Hordak, nur weil du so viel Pech hattest, ich kann halt auch nichts dafür, dass du aussiehst wie ein Bananenbrot. Ich sehe nicht aus wie ein Bananenbrot, aber du siehst gleich aus wie eine verbeulte Menschenblechbeule, wenn ich mit dir fertig bin. Und am Schluss schmeiße ich dir einen Basketball auf den Schädel und dann brunze ich dir in die Hose rein. Und dann mache ich dich wieder normal und dann, wenn du in der Stadt herumschwingst, dann tropft meine Sorge auf die ganzen Leute drauf. Vielen lieben Dank. Wie gut, dass ich gerade nichts esse. Komm schon, so ekelhaft ist mein Ding auch nicht. Da ist deins wohl ekelhafter. Deins stinkt nach Eskimo-Eis. Das ist richtig gut. Nach Eskimo-Eis mit abgestunkenen Fischeier. Und mit abpolierten, verdreckten, stinkenden Schweißbackelsocken. Und außerdem stinken deine Socken noch nach. Außerdem stinken deine Socken nach Trachtprügel und nach regelrechte Aas und nach Haustätschen. Wie stinken denn regelrechte Aas und Haustätschen? Regelrechte Aas riechen nach Kinderriegel und Haustätschen. Haustätschen riechen nach Fliege. Nach Fliegen? Das ist ja mal seltsam. Wo nimmst du denn diesen ganzen Mist her, Hordak? Aus dem Schweinestall natürlich. Und jetzt halt deine Klappe und geh, solange das noch möglich ist. Hast du einfach nicht mitgekriegt, was hier los ist? Ich hab mitgekriegt, was hier los ist. Es interessiert mich nur nicht. Dieses Kuhmanschki oder wer auch immer das sein soll. Der übergroße Bützlitz-Sänger, der aufgravierte, abgebaute Jonah, dieser Jonah aus einer anderen Dimension. Da ist wohl schon wieder jemand komplett behindert drauf. Hey, sag mal, du Behinderter, dort hinten schon mal beim Langsamfahren gehört? Sowas. Dieser ausgravierte, eingebängelte Schuhmuckel, dieser durchgeknallte Eder, dieser Morgen-Herr Eder, dieser Herr Eder, Herr Eder, diese Glassternerscheinung, dieser soziale Kurberger, dieser abgebaute Riesenlümmel, dieser durchgeknallte Riesenkegelwurzel, dieser Au! Ach. Sag mal, wie wagst du es eigentlich, mit mir zu reden? Wenn ich da bin noch dazu. Ich wage es, mit jedem so zu reden, wie ich will. Vielen Dank. Und jetzt, mein Freund, guck, dass du hier wegkommst und dieses verkackte Multiversum wieder schließt.
Ich würde gerne hier bleiben. Ich will nicht zurück zu meinem alten Planeten. Dort, wo mein ganzes Unglück passiert ist. Aber Moment mal, Hordak. Was ist mit der wilden Horde? Ich dachte das, du Eierschädel. Die wilde Horde hatte ich doch schon weit, weit vorhin. Ein Moment mal. Das bedeutet, du warst zwischendrin ein gewöhnlicher Bürger? Ja, war ich. Bis dieses ausgebüxte Weib mir gezeigt hat, wie viel Pech ich haben muss. Und dann habe ich meine telekinetischen Kräfte entdeckt und dann habe ich entdeckt, ja, ich habe wohl doch viel weniger Pech, als ich zuerst dachte. Haha, deine Liebesgeschichten interessieren mich den großen Scheiß. Jetzt hör mal auf zu erzählen, bevor ich dir in die Eier beiß. So, sag mal, stehst du auf Männer oder was? Warum willst du mir die Eier beißen? Beiß doch. Beiß doch irgendeiner Frau in die Büchse rein. Oh, das ist ja eine noch bessere Idee. Naja, klingt gar nicht mal übel, aber was sag ich da? Das ist... Was für eine Büchse überhaupt? Entweder bist du zu jung, um das zu kapieren, Spinne, oder du willst mich einfach nur pflanzen. Denn wenn du alt genug dafür bist, dann kapierst du das sicher. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 25. Na also, dann wirst du es wohl wissen, was eine Büchse ist, oder? Eine Büchse bei einer Frau. Ja, ich weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt laut aussprechen soll. Hoho, das private Organ einer Frau, das ist die Büchse. Genau. Das hättet ihr nicht unbedingt aussprechen müssen, Leute. Vielleicht sind Kinder in der Nähe. Kinder hier in der Nähe. Das war ein guter Witz. Hier sind keine Kinder. Genau. Hör auf, mir zuzustimmen, du Umhangbötzel. Jetzt sei still, du Eder, du, oder ich hau dich mit den Schwellen raus gegen diese Leiter dort hinten. Aha, das wirst du erstmal versuchen müssen. Vorher stelle ich ein Riesenportal und schmeiß dir die Leiter auf den Schädel, aber die kriegt da so fest drauf, dass du näher mal aufsteht. Das war gerade kein deutscher Satz, dass du näher mal aufsteht. Nein, aber es klingt lustig. Also sag ich immer, dass du näher mal aufsteht, statt dass du näher mal aufstehst. Moment mal. Was fühlt sich da so komisch an? Da wird ein Portal geöffnet. Wow. Karl, du bist wieder da. Jo, aber was genau ist da los? Also die Geschichte, die ist ziemlich komisch. Ja, also die Kurzfassung kann ich dir erklären, denn wir wissen ja alle schon Bescheid. Also dieses Kuhmanschki da oben, mein Name ist der Spot, der hat das Multiversum geöffnet. Oh. Aber in deinem Bützle-Sänger da oben bin ich also durch ein Portal geflogen. Du riesige Sperrelstange, du, wenn ich dir jetzt in die Finger krieg, dann schlage ich dir noch fester auf, wie wieder in den Panzer-Eckel aufgeschlagen hätte, wenn das jetzt da wartet. Das war ein guter Witz. Du kannst mir keine so fest aufschlagen, wie du vorhast zu tun. Weil du ein Schwachkopf bist. Ein Schwachkopf, ein schwacher Lauter. Jetzt bist du out. Jetzt ist der mal auf. Jetzt bist du hier. Du
Du steckst dich ja mit dem Bandscheitel und deiner Decken. Jetzt war ich das Haus gekackt, weil du die Welt übernehmen wolltest. Geh bei mir runter. Oder bist du vielleicht... schwul. Haha, das war gut. Dich hat sowieso niemand gefragt, mein Guter. Scheiße, ein Portal. Wow. Ich fick deine Mutter. Moment mal. Nee, tu ich nicht. Ich fick deine Tochter. Warte, was? Nee. Nee. Ich fick dich. Du. Ja, gute Idee. Fick ihn. Moment mal, wo ist er jetzt überhaupt hin? Haha, jetzt kümmere ich mich aber mal um euch zwei. Das wollen wir ja erst mal sehen. Oh, wir beide haben uns ja schon getroffen. Ja, und letztes Mal hattest du deutlich mehr Glück. Oh, ah. Ich wurde nicht mal umgestoßen von dieser Wucht. Weil du eine Wuchtel bist. Hat dich diese Wucht nicht umgestoßen? Bin ich nicht witzig? Gleich bist du so verletzt, dass du näher mal aufsteht. Jetzt fange ich schon gleich an wie du. Ja, dass du näher mal aufsteht, klingt doch witzig. Gleich klingt für dich nichts mehr witzig. Ey. Ich wollte dich gerade mit diesem Draht attackieren, das ist nicht fair. Oh Mann, ich habe komplett vergessen, dass er meine Bewegungen voraussehen kann. Nicht voraussehen. Ich sehe nur, dass du mich angreifen willst und benutze dann die Gegenstände, die du benutzen willst, um mich anzugreifen, um dich damit anzugreifen. Na, du Figaro! Aua! Du hast mich am Buckel gekratzt. Ich danke dir, da hinten hat's gebissen. Und ich komme da ja nicht hin mit meinen Händen, dafür sind sie zu lang. Junge, der Typ hat Finger. Dem seine Finger sind ja so lang wie meine Stiefel. Jetzt übertreib mal nicht. Deine Schweißbackel, die sind so lang. Die sind fast so lang wie meine Hände. Ernsthaft. Junge, ohne meine Frisur bin ich genauso groß wie deine Hände. Was redest du denn da? Sag mal, wie winzig meine Stiefel gegen deine Hände sind. Na, du abgefuckter Wichser! Das war Telekinese. Aber wer... Ich, wenn du gestattest. Dummer Wichser. Weißt du das mit dem, ich fick deine Tochter, das nehme ich sowas von zurück. Die sieht ja wahrscheinlich genauso aus wie du. Ich hab gar keine Tochter mehr. Das heißt ja nicht mehr. Ich hatte ja nie eine. Sei froh. Das sind die Worte von einem Typen, der sich damit sehr gut auskennt. Sei froh, dass du nie ein Kind hattest. Hattest du eine Frau? Ja. Aber ich habe alles verloren. Nur weil ich so wurde, habe ich alles verloren. Ähnlich wie bei mir. Nur, dass ich schon mein ganzes Leben so war, wie ich jetzt bin. Dass ich schon mein ganzes Leben so ausgesehen habe. Aber ansonsten, ich habe auch alles verloren. Wurde ausgenutzt. Du wurdest ausgenutzt. Und Ich wurde durch einen blöden Zufall zu dem, was ich bin und wurde danach einfach weggestoßen.
Das interessiert keinen! Verstanden, das interessiert keinen. Was ist das hier überhaupt? Mir reicht's, ich bin auf und davon. Macht's gut. Nein, du bleibst hier, wo du jetzt bist. Tja, ich schätze, ich bin auch weg. Nein, Hordak, du bleibst genau da, wo du jetzt... Auch egal. Leute, geht es euch allen gut? Naja. Das kommt ja auch ganz drauf an, was du unter gut verstehst. Auf jeden Fall echt schön, dass du wieder da bist, Karl. Danke. Und... Oh. Du hast dir gesagt, du bist wegen Slingsword hier. Nun? Was ist jetzt nun hier das Problem? Leute. Hier. Karl, führ sie an. Ich habe dir die Koordinaten eingepflanzt, wo Dr. Strange ist. Okay, kommst mit. Oh, das ist geil, das ist wie ein Ordnungsgerät. Bin auf dem Weg. Ich auch. Na dann, ihr zwei, viel Spaß allein. Ui. Gut, jetzt sind wir alleine. Was wolltest du mir denn so unbedingt sagen? Ja, also Slingsword, weißt du. Da ihr von anderen Welten seid, die Sache mit Spot, das... Also Dr. Strange hat mir etwas erzählt, und zwar... Wenn diese ganze Sache vorbei ist, dann werden einige Leute, die durch irgendwelche Zufälle auf unserer Welt gelandet sind, bevor Spot das Multiversum geöffnet hat, wieder dorthin zurückgeschickt, wo sie herkamen. Das gilt auch für dich und Hordak. Was? Ja. Weißt du, deshalb bin ich ja eigentlich auch hergekommen, weil... Ein Portal dort hinten. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist doch... Hey, du da! Was war das? Durch eines meiner Portale geflogen. Der Spot ist schon wieder da. Du bist doch erst vor ein paar Minuten abgehauen. Ohoho, wie wahr. Und was wollt ihr? Die steht hinter mir, nicht wahr? Wer ist das?